Wir haben das große Vergnügen, zum Abschluss unserer Tagung Michael Löwy zu hören. Michael Löwy ist ja nun in mehrerer Weise ein wirklich prädestinierter Abschluss unserer Tagung. Erstens, er ist Brasilianer oder er kommt aus Brasilien. Wir haben das heute auch schon gehört, als wir die lateinamerikanische Rezeption angesprochen haben. Er lebt seit vielen, vielen Jahren in Paris. Und er hat ja den Klassiker geschrieben, der die Entwicklung vom romantischen Antikapitalismus bis zum Bolschewismus bei Lukács untersucht hat. Und es ist für mich ein großes Vergnügen, dass ich mit ihm die Ehre hatte, im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus den Artikel Lukács-Schule zu schreiben. Ich würde gerne, Michael, dir jetzt das Wort erteilen für deinen Beitrag, der auch anknüpft an ein Jubiläum, was wir zu feiern hatten, das Hölderlin-Jahr. Bitte sehr, wir freuen uns zum Schluss heute Abend auf Michael Löwy. Ja, also es freut mich sehr, mich an diese Initiative der Rosa-Luxemburg-Stiftung teilnehmen. In Gemeinschaft mit Axel Honneth, Rüdiger Dannemann und andere Lukaxianer. Ich werde mich auf die Frage Lukács und die Romantik der Fall Hölderlin beschäftigen. Ja, wir lassen die Frage der Thermidor vielleicht für eine andere Gelegenheit. Also, Romantik, ja, das ist die Frage. Ah, ich habe vergessen. Ich bitte um Entschuldigung für mein Deutsch. Es ist etwas schwach oder besser gesagt etwas lückenhaft. Aber ich werde machen, so gut als möglich. Also, Romantik, was ist Romantik? Ja, ist eine Frage, mit der sich seit vielen Jahren Spezialisten sich beschäftigen. Mit ganz verschiedenen und widersprüchlichen Antworten. Ja? So widersprüchlich, dass ein berühmter amerikanischer Spezialist, Mr. Arthur Lovejoy, hatte den Vorschlag, gnädige Herren, wir verzichten auf das Wort. Das ist die einzige Lösung. Niemand mehr soll dieses Wort, dieses verfluchte Wort Romantik benutzen. Und das ist die endliche Lösung des Problems. Ja? Ja, da muss ich leider nicht einverstanden sein. Ich glaube, den romantischen Fieber kann man nicht heilen, wenn man das wörtliche Thermometer bricht. Ja, das ist nicht eine richtige Lösung. Ja? Und es gibt auch viele andere Deutungen. Carl Schmitt zum Beispiel sagte, was ist Romantik? Romantik, ähnlicherweise, es ist einfach feminine Schwärmerei. Ja, nichts anderes, feminine Schwärmerei. Ja. Das ist auch keine gute Lösung. Ja. Es zeigt nur, wie misogynisch der berühmte Carl Schmitt war, nicht? Und so weiter und so weiter. Ja, in den meisten Literatur- oder weiß ich, Kulturgeschichten wird die Romantik einfach als eine literarische Schule des Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieben. Ja, aber das kommt zu kurz, ja, weil wir wissen, es gibt nicht nur romantische Literatur und Dichtung und es gibt auch romantische Kunst, romantische Musik, romantische Philosophie, romantische politische Theorie und sogar romantische politische Ökonomie. Und es gibt sogar ein Büchlein von Wladimir Lenin gegen der Romantismus in der politischen Ökonomie. Ja, einer von seinen ersten Büchern. Also es gibt auch Romantik in der Ökonomie. Ja? Also es kann nicht nur als eine literarische Schule und nicht nur von Anfang des 19. Jahrhunderts, weil das Büchlein von Lenin ist von Ende des 19. Jahrhunderts und so weiter. Nicht? Also es gibt auch andere Deutungen, die schon richtiger sind, die sprechen von einer romantischen Weltanschauung. Das ist schon viel richtiger und viel, sagen wir, solid.
Aber was ist der Inhalt dieser Weltanschauung? Also da kommen meistens eine Liste von Merkmale, Interesse für das Mittelalter und Sentimentalismus und das und das. So eine Liste, mit der man keinen richtigen Begriff kriegt. Was ist eigentlich die Romantik? Ja? Also, hier kommt unser Freund Georg Lukács, ja? Der eine Hypothese hatte, ja, über Romantik, die meiner Ansicht nach die beste ist, die interessanteste ist und die wirksamste ist. Ja. Diese Hypothese kommt vor zum ersten Mal, glaube ich, in seinen Schriften, in ein Essay über Dostojewski von Jahre 1931, das sich eigentlich nicht mit der theoretischen Frage beschäftigt, was ist die Romantik, sondern nur so nebenbei, ja, in der Diskussion über Dostojewski, spricht Lukács von romantischen Antikapitalismus. Romantischer Antikapitalismus. Hier ja, erklärt er, was ist der romantische Antikapitalismus? Ist eine Kritik des Kapitalismus, der kapitalistischen Zivilisation, Gesellschaft, Kultur und so weiter, im Namen von Werten aus der Vergangenheit. Ja? Vorkapitalistische oder vormoderne Werten, religiöse Werten, soziale Werten, kulturelle Werten und politische Werte und so weiter. Ja? Aber von der Vergangenheit. Und das gilt auch natürlich für Dostojewski, das ist das Thema von Essay von Lukács. Ja? Aber es kommt diese Idee, ja? Romantischer Antikapitalismus. Also hier, glaube ich, ist Lukács sehr scharfsinnig und er hat mit diesen nur so Seiten, ja nicht systematisch, aber hier, glaube ich, hat er den Begriff der Romantik gefasst. Ja? Was ist der Begriff der Romantik? Ist ein Protest, eine Kritik der kapitalistischen Modernität im Namen von Werten der präkapitalistischen Kultur, sagen. Ja? Gut. Also, diese, glaube ich, diese ist die, meiner Ansicht nach die beste Eingang zur Frage der Romantik. Leider, Lukács in diesem selben Artikel über Dostojewski und dann auch in viele anderen Schriften, auch in Zerstörung der Vernunft, die von Axel Honneth erwähnt wurde, ja, hat eine ganz einseitige Einschätzung von der Romantik. Er sieht die Romantik als eine konservative oder besser reaktionäre kulturelle Bewegung. Eine reaktionäre kulturelle Bewegung. Das gilt für ihn auch für Dostojewski. Das ist sehr fragwürdig. Aber lassen wir Dostojewski zur Seite. Die Romantik im Allgemeinen, schreibt Lukács in diesem Essay, 1931, ist reaktionär. Ja? Natürlich, es ist wahr, dass oft viele Romantiker waren reaktionär, ja? Oder mindestens konservativ. Sie träumten von einem Rückgang in die Vergangenheit. Der Mittelalter zum Beispiel, ja? Sagen wir Novalis, ja? Christenheit und Europa. Ja? Ein Traum, wir könnten zum Christentum des Mittelalters zurückgehen. Ja? Natürlich konservativ oder reaktionär und natürlich vollkommen unrealistisch, unmöglich. Ja? Man kann nicht zum Mittelalter zurückkommen. Ja? Also das natürlich ist ein wichtiger Teil der Romantik. Aber es gibt auch andere Strömungen in der Romantik, von denen Lukács wenig spricht. Ja? Die sind nicht reaktionär, nicht konservativ, sondern revolutionär, utopisch und revolutionär. Bei dieser Strömung der Romantik, das Interesse für die Vergangenheit besteht, ja, aber diese revolutionären Romantiker wollen nicht einen Rückzug in die Vergangenheit, sondern einen Umweg durch die Vergangenheit in Richtung der Zukunft, der revolutionäre oder utopische Zukunft.
Also das ist eine ganz andere Dialektik. Ja? Nicht zurück in die Vergangenheit, sondern durch die Vergangenheit in die Zukunft, ja? Und gegen die kapitalistische Gegenwart. Ja? Das ist der Sinn von was ich als revolutionär Romantik, was ich als revolutionär Romantik nenne. Ja? Und das finden wir in der Geschichte der Romantik von Beginn bis heute sozusagen. Ja? Zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau. Ja? Jean-Jacques Rousseau, einer der Gründer der Romantik, 18. Jahrhundert, ja? War ein revolutionärer Romantiker. Ja? Und das geht so bis 20. Jahrhundert, Surrealismus zum Beispiel, ein guter Beispiel, eine Strömung von revolutionärer Romantik. Und natürlich nicht nur im Französischen, sondern auch im deutschen Bereich finden wir revolutionäre Romantiker, zum Beispiel der junge Schlegel. Ja? Der junge Friedrich Schlegel war ein begeisterter Anhänger der Französischen Revolution. Ja? Und diese Strömung geht weiter in der deutschen Kultur bis zum 20. Jahrhundert, bis zum Ernst Bloch zum Beispiel. Ja? Geben wir ein Beispiel vom 20. Jahrhundert, von revolutionärer Romantik. Und noch im 19. Jahrhundert natürlich gehört auch zur revolutionären Romantik, nach meiner Ahnung, der Hölderlin. Ja? Der Hölderlin. Und also jetzt kommen wir zu Lukács. Das war nur eine Einleitung, Entschuldigung. Jetzt kommen wir zu Georg Lukács und sein Essay über Hölderlin von Jahre 1935, das in einer Zeitschrift Internationale Literatur veröffentlicht wurde. Schön. Wenn man diesen Essay liest, ein absolut hervorragendes Essay, aber mit manchen Problemen. Ja? Werden wir sehen. Also man sieht, dass Lukács ist buchstäblich fasziniert von Hölderlin, von den Dichtern. Ja? Er beschreibt ihn als einen der tiefsten und reinsten Elegiker aller Zeiten. Aller Zeiten. Ja? Und außerdem, sein Werk hat einen zutiefst revolutionären Charakter. Ja? Also Hölderlin ist ein Revolutionär, was wir alle wissen natürlich. Ja? Aber die meisten Literaturhistoriker sehen, deuten oder lesen Hölderlin als ein Romantiker, aber nicht Lukács. In diesem Essay versucht Lukács mit Schwierigkeit, als wir sehen werden, Hölderlin von der Romantik zu scheiden. Ja? Er versucht zu beweisen, dass Hölderlin eigentlich nicht ein Romantiker war, ja? Was ihm nicht sehr einfach ist. Ja? Warum? Weil Lukács schon in diesen Artikeln über Dostoevsky in den Jahren 31 und dann auch später, ja, immer diese Idee, die Romantik ist reaktionär. Wenn die Romantik reaktionär ist, kann Hölderlin, und Hölderlin ist ein Revolutionärer, also kann Hölderlin nicht ein Romantiker sein, nach Lukács. Ja? Das ist ein Problem. Ja? Wie kann man Hölderlin als ein Romantiker beschreiben, wenn er ein Revolutionär ist? Und die Romantik ist gegen die Revolution. Ja? Also, da kommt die Schwierigkeit. Nun gut, wenn wir den Artikel, dieser ist ein brillanter Essay, ja? Ohne Zweifel, ein brillanter Essay von Georg Lukács. Also, Lukács ist widerwillig gezwungen, sozusagen zuzugeben, dass die romantische, antikapitalistische Züge zu dieser Zeit, die Zeit von Hölderlin, ja, noch keineswegs eindeutig einen reaktionären Charakter hatten. Ja, in dieser ersten Periode noch nicht reaktionär. Ja. Das ist natürlich eine wichtige, wichtiges Argument. Ja? Also das würde heißen, dass die gesamte Frühromantik, das ist diese erste Periode, ja, hatte keinen reaktionären Charakter. Ja? Natürlich, das ist nicht so einfach, weil schon in der ersten Romantik haben wir
konservative Romantiker wie Novalis und revolutionäre Romantiker wie der junge Friedrich Schreck. Ja? Also das ist nicht so einfach. Ja? Aber jedenfalls, dieser Satz von Lukács ist interessant. Ja? Aber wenn wir jetzt zu Hölderlin kommen, sagt Lukács das Folgende. Hölderlin ist im Grundzug seines Wesens kein Romantiker. Ja? Nichts zu tun mit der Romantik. Obwohl seine Kritik des beginnenden Kapitalismus manchen Zug des Romantischen trägt. Ende des Zitats. Ja? Also Lukács sagt eines und das Gegenteil im selben Satz. Ja? Er ist kein Romantiker, nichts zu tun mit der Romantik. Ja? Aber es sind doch romantische Züge, ja, der Kritik des Kapitalismus. Ja? Also man führt in diese Zeilen Lukács Verlegenheit und seine Schwierigkeit, die revolutionär-romantische Natur des Dichters Hölderlin deutlich hervorzuheben. Ja? Also, wie gesagt, versucht doch Lukács, ja, verzweifelt, möchte ich fast sagen, ja, zu argumentieren, dass Hölderlin doch kein Romantiker war. Und wie versucht er das zu tun? Er erwähnt die Tatsache, dass die Vergangenheit, auf der Hölderlin sich bezieht, ist nicht dieselbe der Romantiker. Ja? Also, wir wissen, die Romantik ist in der Kritik der kapitalistischen Gegenwart, ja, hat einen starken Bezug auf die Vergangenheit. Aber, sagt Lukács, es ist nicht dieselbe Vergangenheit. Ja, die Vergangenheit von Hölderlin ist verschieden von der Vergangenheit der Romantik. Jetzt zitiere ich Lukács in diesem Essay. Der Unterschied der Thematik zwischen Hölderlin und den Romantikern, Griechenland gegen Mittelalter, das heißt Griechenland für Hölderlin, Mittelalter für die Romantiker, ist also kein bloß thematischer Unterschied, sondern ein weltanschaulich-politischer. Ja? Also, die Romantiker sind reaktionär, sie wollen zurück zum Mittelalter und Hölderlin träumt von Griechenland, also das ist nicht reaktionär, das ist revolutionär. Ja, ja, aber das funktioniert nicht so. Ja? Das ist eine Hypothese, die nicht den Tatsachen einsieht. Ja? Weil es gibt viele konservative oder reaktionäre Romantiker, die von Altgriechenland träumten. Ja? Und andererseits gibt es auch revolutionäre Romantiker, wie zum Beispiel der Marxist William Morris Ende des 19. Jahrhunderts oder der Anarchist Gustav Landauer auch Ende des 19. Jahrhunderts. Beide sind Romantiker, beide sind Revolutionäre und beide träumen von Mittelalter. Sie wollen nicht zurück zum Mittelalter, aber sie wollen Werte, Kulturwerte des Mittelalters retten in den Kommunismus oder Anarchismus. Ja? Das ist ihre Art und Weise. Ja? Also, wie gesagt, man kann nicht sagen, dass die Romantik, die reaktionäre Romantik interessiert sich für das Mittelalter und Hölderlin ist kein Romantiker, weil er träumt von Griechenland. Ja? Das geht nicht. Also, nach meiner Ansicht nach, um den Unterschied zwischen die konservative oder reaktionäre Romantik und die revolutionäre Romantik zu verstehen, das Kriterium ist nicht die Art und Weise der Vergangenheit, ja, ob es Altgriechenland, Mittelalter oder der Naturzustand oder irgendwas anderes, ja, der primitive Kommunismus und so weiter. Ja. Das ist nicht der Unterschied. Ja. Der Unterschied ist, dass die Revolutionärromantiker wollen nicht, wie ich sagte, nicht einen Rückweg in die Vergangenheit, sondern dieser Umweg durch die Vergangenheit in die Zukunft, in die revolutionäre oder utopische
Zukunft. Ja, das ist der Unterschied. Ja? Also für Novalis gibt es keine Zukunft. Ja, es gibt dieses Ideal des Christentums, des Mittelalters. Ja? Aber für die revolutionäre Romantiker, die Frage ist der Kampf für eine andere utopische Zukunft. Wegen das sind sie revolutionär. Ja? Aber in diesem Traum von der Zukunft finden wir Elemente der Vergangenheit. Ja? Das ist die romantische Dialektik zwischen Vergangenheit und Zukunft, die revolutionäre romantische Dialektik zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ja, also jetzt zurück zu Lukács. In manche Stellen seines Aufsatzes über Hölderlin scheint er zu erkennen, diese merkwürdige, sagen wir, Dialektik der revolutionären Romantik in Hölderlin. Ja? Wenn er schreibt, zum Beispiel, wir finden in Hölderlin sowohl einen Traum von der Wiederkehr des goldenen Zeitalters, von der Vergangenheit, als auch einen Traum von einer Utopie jenseits der bürgerlichen Gesellschaft, von einer wirklichen Befreiung der Gesellschaft. Ja? Also zur selben Zeit dieser Traum von des goldenen Zeitalters und die Utopie einer befreiten Gesellschaft jenseits der bürgerlichen oder kapitalistischen Gesellschaft. Ja? Also hier sind wir genau in was ich als die revolutionär romantische Dialektik, ja, ist. Und interessanterweise auch Lukács mit seinem Scharfblick nimmt er ein die Verwandtschaft zwischen Hölderlin und Rousseau. Rousseau, der Gründer der politischen Romantik sozusagen, ja, und auch der revolutionären Romantik. Er schreibt Lukács jetzt, ja, die Verwandtschaft zwischen Hölderlin und Rousseau. Bei beiden finden wir einen Traum von einer Umgestaltung der Gesellschaft, die vollendete Harmonie des Menschen mit der ihm angemessenen, wieder zur Natur gewordene Gesellschaft und damit gleichzeitig mit der Natur. Ja, das ist interessant, weil das ist das ökologische Moment, sagen wir. Ja? Das ökologische Moment der revolutionären Romantik in Rousseau und auch in Hölderlin. Ja? Also hier kommt wieder zur Natur gewordene Gesellschaft. Das heißt, in der Vergangenheit hat die Gesellschaft, ja, dieses natürliche Moment gehabt, aber es wird in der Zukunft, ja, wiederkommen, ja, diese Harmonie. Ja. Also, wie gesagt, in diesem Essay kommt Lukács sehr nahe zu dem Begriff der revolutionären Romantik in Hölderlin. Sehr nahe. Ja. Er ist fast an der Grenze der Anerkennung, dass Hölderlin ja ein Romantiker ist, nicht ein Reaktionärer, ein konservativer Romantiker, aber ein revolutionärer Romantiker. Er ist sehr nahe, aber wie gesagt, er versucht bis zum Ende Hölderlin von der Romantik zu scheiden, weil er an dieser Hypothese festhält, ja, schon seit dem Dostoevsky-Artikel von 31, ja, dass die Romantik ist eine konservative, reaktionäre Strömung und so weiter. Ja. Also das sind die Widersprüche von Lukács Verständnis der Romantik. Einerseits, er hat diese marxistische Analyse der romantischen Weltanschauung entwickelt. Ja. Er war der Erste, nicht? Und das war ein wichtiger eine wichtige theoretische Einsicht. Also einerseits sind wir in, das war, sagen wir, ein wichtiger
Ansatz, ja, für eine marxistische Diskussion über was ist die Romantik. Aber andererseits hat er diese einseitige Anschauung, dass die Romantik endlich immer konservativ oder reaktionär ist, seit der Beginning, bis Dostoevsky und weiter und so weiter. Ne? Also da, das ist dieser Widerspruch. Ne? Und das ist ein bisschen, was ich erzählen wollte bei dieser Konversation. Also, wenn ein paar Fragen sind, bitteschön. Herzlichen Dank erstmal, Michael Löwy, für diese Ich fand es großartig, dass wir jetzt auch noch mal in den 30er Jahren ja sozusagen diese interne Spannung bei Lukács gesehen haben, ja, dass er ja ganz nah, wie du sagst, rangekommen ist, nicht wahr, ein richtiges Verständnis von revolutionärer Romantik, obwohl er ja das von sich weisen wollte und sozusagen so eine Prämisse hatte, dass das gar nicht so etwas geben darf. Aber ich frage vielleicht lieber erstmal jetzt bei den Zuhörern nach, gibt es da eine Frage bei einem? Ich sehe, Patrick Eidenhoffe hat eine Frage, bitte. Jetzt hat mir sehr gut gefallen, der Vortrag. Wissen Sie, ich bin ein großer Fan des romantischen Antikapitalismus und auch in der Art, wie Sie das begrifflich konturiert haben. Ich habe nur ein paar Anmerkungen. Ich fand es sehr schön, wir haben heute mehrfach schon über diesen Begriff der Zerrissenheit ins Spiel gebracht, dass Lukács sozusagen von so einer Zerrissenheit her begriffen werden kann. Eben hatten wir das eben, dass es auch so ein Widerspiel von zwei Adressierungen gibt. Und Sie haben jetzt eben das schöne Wort Verlegenheit benutzt. Rüdiger, ja? Bitte schön, ich habe so, okay. Kapiert. Ach so. Was ist die Frage? Michael, wir haben gleich, du setzt dich dann hier hin, oder? Ja? Es setze ich jetzt Patrick hier hin und dann kannst du ihn hören. Gut, schön. Ja, hallo. Das hat mit dem Mikrofon funktioniert scheinbar hinten nicht. Also ich wollte mich einfach nur bedanken für den Vortrag, weil ich ein großer Fan des romantischen Antikapitalismus bin und auch in der Art, wie Sie das konturieren und wie Sie das nutzbar gemacht haben für die Analyse. Und ich habe ein paar Anmerkungen, zwei Anmerkungen eigentlich nur. Das eine, das ich sehr schön fand, wir haben heute mehrfach schon von Lukács Zerrissenheit gesprochen, also dass er sozusagen zerrissen ist zwischen zwei verschiedenen Ansprüchen. Und Axel Honneth hat das eben dann auch nochmal reformuliert unter diesem Topos dass es diese Doppeladressierung gibt, diese zweifache Adressierung. Und Sie haben eben so en passant einen sehr schönen Begriff verwendet, oder ein sehr schönes Wort, das glaube ich sehr passend ist, ist Verlegenheit. Was ist bei Lukács, dass man das, finde ich, ist ein sehr guter Eindruck, ein Eindruck, den ich teile bei der Lektüre, vor allen Dingen von Lukács literaturhistorischen Schriften, dass er selber öfter mit seinen Bewertungen in Verlegenheit gerät, dass er irgendwas mag, zum Beispiel Hölderlin, und dann aber ein Problem hat zu erklären, warum eigentlich. Oder Goethe, also er findet Faust 2 gut, obwohl es eigentlich seinen eigenen Ansprüchen nicht genügt, und dann muss er irgendwie erklären, wie das ist. Und das, finde ich, ist etwas, was eine große Stärke ausmacht, dass er das, wie er das immer wieder versucht, kohärent zu kriegen. Also ich finde, das ist ein Wort, das man nochmal nutzbar machen kann, auch für die Lektüre von Lukács. Das andere ist nur eine Anmerkung, das spreche ich sozusagen als Literaturwissenschaftler, als Germanist, als deutscher Germanist. Ich glaube, diese Abwertung der Romantik ist etwas, was auch in gewisser Weise sehr, sehr deutsch ist. Das ist auch ein bisschen ein deutscher Provinzialismus, glaube ich, der sich tatsächlich auch schon seit Goethe spätestens herschreibt, weil es im Deutschen eben diese starke Gegenüberstellung von Klassik und Romantik gibt. Also dass man dann in dieser Epoche, in der Goethe-Zeit, dann nochmal differenziert zwischen Klassik und Romantik, und wie Goethe das dann mit Eckermann sagt, das Klassische ist das Gesunde und das Romantische ist das Kranke. Ich habe festgestellt, wenn ich mit Leuten aus England zum Beispiel spreche oder in den USA, ich habe da jetzt ein Seminar über Romantik auch gegeben, dass die das gar nicht verstehen, diesen Gegensatz von Klassik und Romantik, das ist für die alles Romanticism. Also auch Goethe ist für die Romanticism. Und es gibt auch in der Literaturwissenschaft mittlerweile einen sehr fruchtbaren Begriff des European Romanticism. Der geht dann von Rousseau bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, das ist also ein breiter Begriff, oder von Rousseau, MacPherson bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wenn man das unter dem Begriff fasst, kann man, glaube ich, diese starke Asymmetrie von Klassik und Romantik, die im Deutschen drinsteckt, so ein bisschen
bisschen vermeiden. Das trifft natürlich jetzt nicht das Ganze des Arguments. Das gibt es natürlich tatsächlich auch als einen sachlichen Streit. Aber ich glaube, diese Stärke, diese Vehemenz der Ablehnung der Romantik, die man bei Lukács findet, ist auch so ein deutsches Erbteil dieser deutschen Geisteswissenschaft, glaube ich. Ja, gut. Also zwei Worte. Erstens, ja, die Verlegenheit, ja, ohne Zweifel. Und ich glaube, die Verlegenheit hat auch zu tun mit der Tatsache, dass der junge Lukács ein antikapitalistischer Romantiker war. Ja? Und wegen seinem romantischen Antikapitalismus ist er Kommunist geworden. Ja? Es gibt so einen Weg, ja, von Romantizismus zu Kommunismus. Ja? Also es ist verständlich, dass er sich in Verlegenheit fühlt. Ja? Jetzt die Frage der Abwertung der Romantik. Sie sprechen von deutschem Provinzialismus. Ich könnte auch sprechen von französischem Provinzialismus. Ja? In Frankreich gibt es viele Literaturhistoriker, die sagen, ja, die Romantik, das sind alle Reaktionäre in Deutschland. Ja? Die waren gegen Napoleon, ja, gegen die Französische Revolution. Sie haben gegen Napoleon gekämpft, das waren alle Reaktionäre und so weiter. Also es gibt auch Jacques Droze, ein sehr wichtiger Historiker in Frankreich, ja, Linker. Ne? Ja, die Romantik ist reaktionär in Deutschland, weil die sind alle Nationalisten und gegen Frankreich, das ist der Grund. Also es gibt solche Provinzialismus in jeder Nation. Ja? Und ja, der beste Anhalt ist, wenn man von einer europäischen Romantik spricht, und dann sieht man, dass es Französisch, Englisch, Deutsch und so weiter. Es gibt auch Russisch, es gibt auch italienische Romantik, spanische und so weiter. Ne? Jetzt nach meiner Meinung, ja, aber das kann man natürlich diskutieren, geht die Romantik nicht nur bis Mitte 19. Jahrhundert oder sogar Ende 19. Jahrhundert, es geht bis heute. Ja, es geht bis heute. Und die Erklärung dafür findet man in Karl Marx. Ja, Karl Marx. Ja, es gibt einen Passus in den Grundrissen, wo Marx sagt, die Romantik, ja, Marx fragt so, in der Vergangenheit gab es eine menschliche Fühle, die jetzt mit Kapitalismus nicht existiert. Die Romantiker wollen zurück zu dieser Vergangenheit. Das ist unmöglich und das hat keinen Sinn. Aber die jetzige Levita, wie sagt man in Deutschland, Lehre, ja, vom Kapitalismus, das ist noch ärger. Ja? Und das heißt, sagt Jacques Marx, die romantische Kritik wird weiter existieren, bis die bürgerliche Gesellschaft zu Ende kommt. Ja? Das heißt, solange die bürgerliche Gesellschaft existiert, wird ihre romantische Kritik existieren. Und wegen das glaube ich, dass die Romantik existiert bis heute und man kann sie in der Geschichte der Kultur des 20. Jahrhunderts sehr einfach beschreiben. Ja, ich habe manche Namen zitiert, Ernst Bloch zum Beispiel oder der Surrealismus und so weiter. Man kennt viele andere. Also nach meiner Ansicht, die Romantik fängt an Mitte 18. Jahrhundert, mit dem Beginn, der Anfang der industriellen Kapitalismus und geht bis heute und wird weitergehen bis zum Ende der bürgerlichen Gesellschaft, das wir hoffen, wird bald sein. Ne? Ja, ich glaube, jetzt übernimmt Rüdiger Dannemann wieder hier. Vielen Dank. Ich würde auch noch gerne, wir haben ja aus dem Chat jetzt eine Frage und das wollen wir doch auf jeden Fall noch mal machen, dass wir die Leute aus dem Chat mit hineinbringen. Und die Frage, die da gestellt wird, heißt, sind dann vielleicht revolutionäre Romantiker eine Frühform oder Variante der utopischen Sozialisten? So die Frage aus dem Chat. Okay. Michael. Gut. Also, die Romantik, die revolutionäre Romantik existiert viel früher als der utopische Sozialismus.
Ich habe den Namen Jean-Jacques Rousseau zitiert, aber könnte viele andere, William Blake in England, Hölderlin in Deutschland und so. Jetzt, die utopischen Sozialisten, manche utopischen Sozialisten hatten romantische Züge. Ja? Zum Beispiel Charles Fourier, ja? Ein scharfer Kritiker der Zivilisation, der modernen Zivilisation. Aber nicht alle. Ja? Saint-Simon zum Beispiel. Saint-Simon war ein, wie sagt man, Anhänger der industriellen Gesellschaft, des industriellen und wissenschaftlichen Fortschritts, ja? und der Banken und so weiter. Nicht? Das heißt, ich glaube, man kann nicht sagen, dass Saint-Simon ein revolutionärer Romantiker war. Ja? Und so geht es mit anderen. Ja? Das heißt, in utopischem Sozialismus finden wir manche Denker, die zur revolutionären Romantik gehören, andere, die, ich glaube, haben kein Verhältnis zu ihm. Und es gibt auch manche, die irgendwie in der Mitte, Robert Owen, ja, finde ich auch. Er war ein Industrieller. Er glaubte an die Zukunft der Industrie. Die Industrie wird die Menschheit erlösen und so weiter. Also das ist nicht Romantik. Ja? Das ist keine Romantik. Also die utopischen Sozialisten sind sehr verschieden. Ja? Sind sehr verschieden. Aber jedenfalls die revolutionäre Romantik existiert früher als der utopische Sozialismus und sie existiert später auch. Ja? Das heißt, sie hat kein Verhältnis nur mit den utopischen Sozialisten. Ich möchte noch mal zum Schluss auf Lukacs zurückführen, das Gespräch. Du hast ja deutlich herausgearbeitet, der Antikapitalismus von Lukacs hat ja selbst ganz starke romantische Züge gehabt in seiner Jugend. Er hat dann eine scharfe Selbstkritik geäußert. Gleichwohl ist doch die Frage zu stellen, ist diese ursprüngliche romantisch-antikapitalistische Zug nicht eigentlich doch auch beim ganzen Lukács nicht aufzufinden. Wie du jetzt hier untersucht hast, den Hölderlin, das Aufsatz von Lukács, wäre doch ein Beleg dafür, diese Spuren ja, des frühen romantischen Antikapitalismus, die kann man weiterfolgen im Gesamtwerk von Lukács, allerdings immer in Brechung dann. Ja. Ja, ich bin ganz einverstanden mit was Sie sagen. Es hängt ab von den historischen Perioden. Ja, in manche Perioden sieht man Lukács sehr negativ auf die Romantik. Ja, sehr einseitig. Die Romantik ist konservativ, ist reaktionär. Sie führt zum Faschismus, schreibt er oft. Ja, er führt zum Faschismus und so weiter. Ja. Und dann in anderen Momenten, ein paar Jahre später, auf einmal gibt es eine Öffnung für die Romantik, für die revolutionäre Romantik und sogar für die konservative Romantik. Das heißt, wenn Lukács über Balzac schreibt, ja, in manche von seinen Schriften über Balzac, sagt er, ja, Balzac war ein Konservativer. Er träumte von der absoluten Monarchie der Bourbons. Ja, er wollte zurück zu. Ja. Und seine Kritik des Kapitalismus hat zu tun mit dieser Konservativen. Und doch ist er ein sehr wichtiger Schriftsteller von marxistischen Standpunkt und so weiter. Also, das hängt davon von bestimmten Momenten. Wie kann man das erklären? Wie kann man erklären, dass in manchen historischen Situationen, Perioden, ist Lukács vollkommen negativ zu allen Formen der Romantik und versucht zu argumentieren, dass es gibt keine revolutionäre Romantik. In anderen Perioden ist er viel mehr offen, ja, für die Wichtigkeit einer romantischen Kritik des Kapitalismus. Ja. Warum? Warum in manchen Perioden diese negative Haltung und in anderen Perioden eine viel mehr positive Haltung
Ich habe nicht die Antwort. Ja? Das muss man noch weiter forschen. Ja? Man kann diese Tatsache feststellen, ja? diese Schwankung, dieses ja, Hin und Her, ja? Negativ. Ja? Warum? Wieso? Warum in diesen Jahren diese Haltung und ein paar Jahre später wieder eine Negativ? Warum? Ja? Ich habe nicht die Antwort. Ja? Also das muss man noch weiter studieren. Wie viel Interesse dein Beitrag hervorgerufen hat, Michael. Es gibt noch weitere eben Fragen auch im Chat. Ich weiß aber, dass wir gar nicht so viel Zeit haben, vielleicht alles zu besprechen dazu. Hier sind Fragen dazu, ob Walter Benjamin auch in deinem Sinn zum Beispiel als eben ein revolutionärer Romantiker zu verstehen sei. Andere Leute sehen die Romantik doch wieder im Zusammenhang mehr mit reaktionären Strömungen. Offensichtlich scheint da eben doch bei unseren Zuhörern auch ein Dissens zu bestehen, trotz deiner luziden Ausführungen. Ich möchte vielleicht aber nochmal eine Rückbindung an den heutigen Vormittag oder den heutigen Mittag versuchen. Wir haben ja gesehen, dass Lukács in Lateinamerika eine große Rolle spielt heute. Und du kennst ja diese brasilianische Szene, glaube ich, recht gut und hast Kenntnis davon. Inwiefern gibt es eigentlich im Brasilianischen sozusagen, in der brasilianischen Rezeption von Lukács auch sozusagen Anknüpfung an diese Tradition des romantischen Antikapitalismus? Man hört ja häufiger, die lesen die Ontologie und so weiter und so fort. Was spielt der romantische Antikapitalismus in dieser Rezeption von Lukács in Brasilien für eine Rolle? Naja, erstens, Brasilien ist ein merkwürdiges Land. Wir haben da eine faschistische Regierung. Aber es gibt weniger Länder in der Welt, wo ein größeres Interesse existiert für Marxismus in alle Formen. Ja? Auch bei den Christen und bei den Gewerkschaftlern, bei den Studenten, bei allen. Ja? Es gibt so eine unglaubliche Durst auf alles mit Marxismus zu tun. Und das, Lukács ist auch ein Teil, ja? dieser merkwürdige Situation. Ja? Jetzt, das Interesse für Lukács in den letzten Jahren geht meistens auf die Ontologie. Ja? Also das ist eine andere Art von Lukács-Forschung, wo die Frage der Romantik wenig vorkommt. Es kommt wenig vor. Aber es gibt auch andere Forscher, die sich auch für den jungen Lukács interessieren, für Geschichte und Klassenbewusstsein, für die Frage des romantischen Antikapitalismus. Es gibt beide, ja. Aber ich glaube, dass der dominante Trend, sagen wir, ist eine Diskussion von der Ontologie. Ja? Und da gibt es mehr eine vernünftige, ne, eine rationelle Diskussion, mehr als eine romantische, möchte ich sagen. Ja? Und wie kommt dieses Interesse? Das ist die letzte Frage, die ich noch stellen werde. Hast du eine gewisse Erklärung? Ich fand, das haben wir noch nicht richtig verstanden, warum dieses Interesse an der Ontologie da vorhanden ist, in deinem Heimatland. Ja, das müsste mal einmal, jemand musste das forschen. Ja, ich habe das müsste eine Arbeit der Kultursoziologie. Vielleicht eine Hypothese, die Arbeiterbewegung ist sehr wichtig in Brasilien. Ja, die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, die Arbeiterpartei. So, die Frage der Arbeit ist sehr zentral in brasilianischem Marxismus. Ja? Wegen dieser Rolle, diese so zentrale Rolle der Arbeiterbewegung. Mehr als in anderen Ländern von Lateinamerika sind mehr Bauernbewegung oder Jugendbewegung und so weiter. Oder arme Stadtbewohnerbewegung und so weiter. Aber Brasilien war diese starke, in den letzten 20, 30 Jahren, ja, diese starke Arbeiterbewegung. Also bei den Intellektuellen, den marxistischen Intellektuellen, die Frage der Arbeit war zentral. Und wer macht von der Arbeit das Zentrum des gesellschaftlichen Seins, ontologisch? Georg Lukács, ja, in der Ontologie. Also das ist eine mögliche Erklärung.
Ja. Ja, herzlichen Dank an dieser Stelle. Glaube ich, ich schaue mich hier um, ich übersehe auch niemanden. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Axel Honneth und dir, Michael Löwy, ganz herzlichen Dank ja, für die Gestaltung des heutigen Abends sagen. Vielleicht noch mal Gelegenheit für einen kleinen Applaus von uns, von unserer Seite. Das war erfrischend, das war schön. Und ich meine, es passt vielleicht zu diesem Schlusswort mit der Arbeit, dass Axel Honneth von einer Tagung der IG Metall zu uns gekommen ist. Das soll ja auch etwas zu tun haben mit dem Thema der Arbeit. Es wäre völlig unangemessen, wenn ich mich nicht noch zum Schluss ganz herzlich bedanken würde bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, nicht wahr, die bis jetzt, ja, Patrick, ich verstehe, tatsächlich geduldig ausgeharrt haben diesen langen Tag. Ganz herzlichen Dank müssen wir natürlich sagen, gerade nach den Erfahrungen jetzt von heute Abend, den Leuten, die hier technisch uns ermöglicht haben, zu Rande zu kommen, der Stiftung Kommunikationsaufbau. Für die muss auch natürlich noch mal ein riesiger Applaus her und ein herzliches Dankeschön. Das war stressig für Sie, ja, dieses hier zu gestalten. Und ich freue mich, dass das Ganze doch gut über die Bühne gelaufen ist. Ich weiß, dass Frank Engster auch zu den Menschen gehören wird, die sehr glücklich sind, dass diese Tagung, die unter Pandemiebedingungen ja nun wirklich schwierig genug war, doch jetzt hier ein glückliches Ende hat finden können. Vielleicht so eine kleine Utopie dann auch gewesen ist. Herzlichen Dank also noch einmal bei Ihnen allen, bei euch allen und herzlichen Dank natürlich auch nach Paris.